So, liebe Leute von heute, herzlichst willkommen zurück hier bei Genshin Impact für die PlayStation 4 vor dem Tor zum gewundenen Abgrund, zum Tor zur Hölle, wo wir heute mal versuchen müssen, unbedingt... Warte mal, zurück wäre, sag jetzt, verkehrt. Monatssegen. Warte mal, was können... Ah, warte mal, was können wir, sag, hier kriegen? Belohnung einsammeln. Wieso kriegen wir hier 200 Urgestein? Eigenartig. Aber jetzt müssen wir erstmal zur Ebene 3, Raum 1. Mal sehen. Ja, wir können das jetzt, sag, schaffen. Okay, wir dürfen uns auch unser Team selbst zusammenstellen. Das ist auch gut. Aber wie stellen wir unser Team jetzt am besten mal zusammen? An letzter Stelle muss Barbara kommen. Versuchen wir es so mal. Starten wir die Herausforderung. Denn um er sagt, die Mission Zahn der Verderbnis abzuschließen, müssen wir es schaffen, irgendwie, wirklich irgendwie an eine Stangenwaffe des Nordens ranzukommen. Und die Sache hier mit dem gewundenen Abgrund ist aus meiner Sicht her jetzt aktuell erstmal das Einfachste, was wir machen können. Ja, ich glaube, das wäre jetzt erstmal das Einfachste, was wir starten könnten. Anzahl der Gegner, die wir besiegen können, müssen 23. So, weg mit euch. Hä? Burn. Ah. Ah.
Gut, den ersten Raum haben wir abgeschlossen. Dann weiter im Text. Another test subject. Retribution! I got careless. Swift and merciful. Spirit Queen. That tingle chill. Another test subject. Suffocate. Submit for judgment. Swift and merciful. Suffocate. A little taste. Suffocate. Freeze. Another test subject. Spirit Queen! Attack! I got careless. Suffocate! Free! Furnish this! Suffocate! Another test subject. Okay, hier muss man wirklich erstmal sich mal wieder drauf konzentrieren, was man hier zu machen hat. Another test subject. Fry! Verdammt nochmal, jetzt schläft er auch mal wieder meine Hand ein. So, wo ist der letzte? Warte mal, die Herausforderung wurde bestanden. Ach, verdammt nochmal. Okay, jetzt muss ich ja wirklich mal die Hand ausschütteln. Ah, verdammt nochmal. Wenn die Hand einschläft, besonders seltsam, wenn man gerade ein Videospiel spielt, ist das wirklich mehr als nervig und unschön. Aber gut, jetzt können wir, glaube ich, zum allerersten Mal in diesem Let's Play den dritten Raum der dritten Ebene beenden. Und daraufhin kriegen wir dann nochmal Xiangling. Thank you.
Gut, Regeneration aktiviert. From whence you came? Okay, so gut waren wir beim ersten Mal, wo wir hier waren, überhaupt nicht gewesen. Hä? Wieso? Gut, Herausforderung abgeschlossen. Exzellent. Wir haben den Schatz des Raumes gekriegt. Dann können wir erstmal diese Ebene verlassen. Schön. Das hat ja jetzt wirklich genauso geklappt, wie ich das erhofft hatte. Meine Strategie war ein voller Erfolg gewesen. Und wir haben dadurch jetzt die verdammte Stangenwaffe des Nordens erhalten. Können wir die Mission jetzt kriegen, oder? Ich meine nicht die Mission, die Belohnung. Verdammt. Okay, wir kriegen doch die Belohnung. Wunderbar. Wie sieht's denn jetzt eigentlich hier aus? Mal sehen. Belohnungsvorschau. Aha, interessant. Hydro-Schleim, irgendwas anderes Schleimiges. Wisst ihr, eigentlich könnten wir das Ganze jetzt mal versuchen. Ja, ich wüsste eigentlich nicht, was der Sack jetzt dagegen sprechen würde. Das Ganze einfach nochmal zu versuchen. Es wird zwar jetzt nicht so einfach werden wie die Mission davor. Aber wir waren wirklich schon sehr lange nicht mehr beim gewundenen Abgrund drin gewesen. Und er sagt jetzt noch Sternsilber zu finden. Kann jetzt eigentlich auch ein bisschen länger dauern. Ja.
Läuft ja wirklich alles um einiges einfacher ab. Als erwartet. Oh, komm schon. Ich bin auch beim besten Willen jetzt nicht so weit gekommen. Und am... Um am Ende einfach durch ein paar Schleime besiegt zu werden. Okay, wieso zum Kuh kommen jetzt hier also hier immer noch solche komischen Blasen auf einmal vorbei? Tja, wir müssen den Kampf auf jeden Fall fortsetzen. Fortsetzen, fortsetzen, bis zum geht nicht mehr. Wir sind beim besten Willen nicht die schnellsten Kämpfer hier. Aber das ist ja jetzt auch nicht notwendig. Come on.
fit for judgment. Take that! Okay, die Mission läuft. Okay, die Mission läuft und läuft und läuft. Ich habe zwar keine Ahnung, weshalb zwar jetzt immer noch hier so viele Blubberblasen herkommen. Oh nein! Naja, wenigstens gibt es hierfür jetzt kein Zeitlimit. Swift and merciful. Submit for Wie schon gesagt, wenigstens gibt's hierfür kein Zeitlimit. Es sieht zwar jetzt hier alles recht bescheiden aus, muss man natürlich zugeben. Aber es hätte an der Stelle jetzt auch schlechter laufen können. Muss man auch zugeben. So, der letzte Raum. Wir regenerieren unsere Lebenspunkte. A touch of frost. Hip, spirit blade. Okay, ihr nervt wieder. Merciful.
Oh, Gottes, um Gottes Willen, halt! Gott! Alter Schwede, es hat zwar jetzt nicht gereicht für eine weitere gute Belohnung, aber wir haben wenigstens diesen nächsten Raum hier beendet. Und darauf kommt es jetzt auf jeden Fall an. Wir haben auch noch ein paar Belohnungen gekriegt. Eine weitere klitzekleine, naja, andere Belohnung. Tja, was nun? Oh, wir können ja sogar noch eine Belohnung einsammeln. 100 Urgesteine sind noch besser als gar kein Urgestein. Hello, nice to meet you. Ach ja, stimmt, wir kriegen jetzt Xiang Ling. I'm a chef from Liyue. Ja, wir haben sie. Hello, nice to meet you. My name is Warte mal, was ist das denn jetzt? I'm a chef from Liyue. Hey, weg da! Was war denn das denn jetzt eben für ein neues Event? Nein, da war doch irgendwas mit neuer Ordnung der Gestirne. Was ist das? Die Mondphasen stellen den Wendepunkt des Schicksals dar. Die Zahnräder greifen den Neumond wieder einander und der Schatz am Ende der Spirale erscheint erneut. Bestehe Ebene 8, Raum 3 des Wandelgangs des Abgrunds, um die Herausforderung in der Mondspindel zu beginnen. Erlange dort den Schatz, der dort versteckt gehalten wird. Okay. Interessant. Neuordnung der Gestirne. Wird also wohl nach einer gewissen Zeit wohl freigeschaltet. Na, wie dem auch sei. Haben wir jetzt... So, come on, let's get moving. Nein, das ist auch jetzt hier falsch gewesen. Ich wollte das Buch öffnen. Oh, sieh mal an. So, weit. Was ist das jetzt? Ah ja, eine Kiste mit Artefakten, möge ihr Entdecker gesegnet sein. Oh, das wusste ich nicht. Diese Kisten kann man also öffnen? Also ernsthaft, Urgestein wäre mir jetzt lieber gewesen bei der ganzen Sache. Aber schön, dann nicht. Warte mal, wartet. Können wir es jetzt... Wartet. Zum zweiten unsere Errungenschaft. Wie sieht die jetzt hier aus? Na. Einfach nur 5 Urgestein. Gut. Ja, besser als nichts. Jetzt allerdings stellt sich mir die Frage, wo kriege ich jetzt so auf die Schnelle noch ein bisschen frostiges Gestein her? Stern-Silbererz. Woher kriege ich jetzt so auf die Schnelle Stern-Silbererz her? Fragen über Fragen, kriege ich darüber auch Antworten?
Tja, wer weiß. Am Anfang des Gebiets von Drachengrad, da befanden sich auf jeden Fall ein kleines Erzvorkommen. Dann würde es mich auf jeden Fall auch nicht wundern, wenn irgendwo in der Höhle auch noch Erze drin sein könnten. Aber hier beim Anfangsgebiet, da bin ich mir ziemlich sicher, da war was. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, irgendwo hier beim verschneiten Pfad befanden sich auch ein paar Gesteinsbrocken. Okay, hier an dieser Ecke hatten wir bis aus jetzt nicht das große Glück gehabt. Another test. Suffocate. How take this? Suffocate. 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 Tja, ich würde mal so sagen. Es gibt ein bisschen Möhren, es gibt Weißkohl. Aber ich glaube, nein, ich glaube, hier kriegen wir keine Erze. Hier scheinen wir wirklich kein Erz zu kriegen. So schade allerdings. Ah, wartet, wartet, wartet. Yeah.
Da war ich wohl eben ein bisschen zu voreilig gewesen. Es gibt hier an der Ecke, wie es aussieht, wohl doch noch Erze. Oh nein. Das will ich mir beim besten Willen jetzt nicht antun. Ein Lager der Fatui jetzt auch noch. Tja, noch mehr und mehr Fatuis. Aber das, wonach ich jetzt hier suche, ist Erz. Etwas, was es hier war, anscheinend jetzt nicht zu finden gibt. Tja, blöd gelaufen. Wo finde ich jetzt auf die Schnelle noch 10 mal Sternsilbererz? Hier leider nicht. Naja, vielleicht ja hier in der Gegend. Obwohl, nee, das ist jetzt die falsche Höhle. Ja, das ist jetzt die falsche Höhle. Vielleicht sollte ich dann doch eher bis zum nächsten Part mal abwarten. Wenn dann erstmal das ganze Sternsilber... Naja. Neu gekommen ist. Wie sieht's hier aus? Das ist der Eingang einer Höhle. Eigentlich müsste man doch meinen, man würde hier irgendwas finden. Abgesehen ja von Truhen. Okay, in der Ecke waren wir auch schon gewesen. Und ich sehe jetzt hier nicht mal ansatzweise irgendetwas, was nach Erz aussieht. Ne, anscheinend habe ich jetzt Pech. Dann, liebe Leute von heute, warten wir dann doch erstmal lieber mal auf den nächsten Part ab, wo dann das Sternsilbererz in diesem Gebiet sich resettet hat. Und damit sage ich dann mal tschüss, bis zum nächsten Mal, bis dann und ciao.